Der Altenburger Freihof in der Freihofgasse 1 ist seit dem 25. Juli 1346 urkundlich belegt und gehörte zunächst dem Kloster Altenburg bis zum Jahre 1788. Von 1871 bis 1903 besaß den Freihof samt den ausgedehnten Weinkellereien die Weingroßhandlung Kamrat und Luzzatto, und ab 1903 kam die Nussdorfer Brauerei in den Besitz der Familie Freiherr von Bachofen-Echt und der Familie Medinger. Vom Säulenportikus, dem ein Balkon in der Mitte vorgebaut ist, führt die Hauptachse über eine zweiläufige, 1884 errichtete Treppenanlage oberhalb der begehbaren Brunnengrotte. Unterhalb der Treppe ist in einer Wandnische scheinarchitektonisch ein hölzernes Wandspalier angebracht. Um 1860 gab es noch keine Begrenzungsmauer zur Heiligenstädter Straße. So bot sich von der Donau aus ein wirklich herrlicher Anblick auf den Altenburger Freihof. In der Mittelachse des Gartens liegt ein großes, rundes Springbrunnenbecken. Dort steht ein Felssockel, auf dem sich einst eine ehemalige Tritonfigur befand. Auf Trockensteinmauern wurde auch ein Alpinum angelegt, das leider heute völlig verwildert ist, wie auch ein Schwimmbecken am Abhang neben dem Brunnen. Das Hauptgebäude, der sogenannte Freihof, ist wie auch die Seitenteile durchgehend unterkellert. Im vorne gelegenen Trakt zur Heiligenstädter Straße hin befanden sich einst die Pferdestallungen. Später hatte im linken Trakt die Firma Osberger, eine Weinkellerei aus Straß bei Krems, auch ein Auslieferungslager. Der Döblinger Heimatkreis hat in einem Drohnenflug diesen Prachtgarten und das Schlösschen, wie es heute genannt wird, in sensationellen Überflugbildern ein letztes Mal festgehalten, damit dieses 1 Hektar große und so ziemlich letzte Naturjuwel in Nussdorf der Nachwelt erhalten bleibt.